Deshalb gehen wir jetzt rüber und kaufen Winterschuhe. Heute Abend hat Jodie noch irgendein Event geplant. Keine Ahnung, Jodie, was hast du vor? Ich weiß es nicht. Kelly hat das gesagt, wir sollen das machen und dann habe ich das einfach gekauft. Nach dem Frühstück haben wir den Rest des Tages tatsächlich bisher nur im Hotelzimmer verbracht. Ja, nicht, wie ihr denkt. Dieser Schnee ist so heftig gewesen, dass eine Blizzardwarnung für Teile von Amerika, also neben New York tatsächlich, rausgegangen sind. Au! Aber in New York zum Glück nicht. Das war nur eine sehr große Wintersturmwarnung. Was so weird ist, wenn man bedenkt, dass es gestern 15 Grad waren. Ich finde das so unglaublich komisch. Bei uns zu Hause ist dieser Klimawandel nicht wirklich so heftig zu spüren. Also man merkt, es wird halt im Sommer ein bisschen wärmer vielleicht und der Winter wird länger oder verschiebt sich so ein bisschen nach hinten, dass es nicht mehr im Juni schon warm ist, sondern erst im August richtig schön wird. Aber so, dass an einem Tag 15 Grad ist und am nächsten Tag -2, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Das ist so wirklich innerhalb von wie vielen Stunden? Innerhalb von so 4 Stunden oder so ist das Wetter komplett gekippt. Auf jeden Fall ist es einfach nicht schön, bei so einem Wetter rauszugehen. Und es wurde auch einem abgeraten, rauszugehen. Die Bahnen sind alle zu spät und die Taxen fahren nicht, beziehungsweise diese Uber-Leute, weil die ganzen Straßen halt... Ja, die sind halt voller Schnee. Hier liegt bestimmt so 30 cm Schnee inzwischen. Aber jetzt hat es aufgehört zu schneien und wir haben uns gedacht, was wäre das für ein Scheiß, wenn wir hier einfach rumsitzen würden. Wir gehen jetzt zu Macy's. Einfach nur, weil man das mal gemacht haben muss, glaube ich. Oder? Ja. Let's go. Ja. Es ist inzwischen sehr spät, also was heißt sehr spät, aber es ist so ungefähr 19 Uhr, draußen ist es dunkel und es ist so kalt und hat inzwischen so angefangen ultra zu stürmen. Also, guck mal, die Plane fällt da fast weg, kann man das sehen? Ja, oh mein Gott, man sieht es. Die müssen wir einholen. Heftig. Das Ding ist halt, wenn ich das einwerfen darf, ihr müsst euch so vorstellen, ihr seid draußen und dann weht der Wind und der Wind weht diesen ganzen Schnee von den Bäumen runter und das fliegt euch so ins Gesicht und es ist so kalt, so wie 10.000 Nadelstiche und ihr weint und das ist richtig unangenehm. Ich raff nicht, auf jeden Fall. Zucker ist, ne? Zucker, hier steht Zucker drauf, da ist Zucker drin. Auf jeden Fall haben wir um 19 Uhr... Nee, das ist leer, du hast mir leeres gegeben. Nein. Doch, das war schon mal auf, guck. Oh. Um 19 Uhr haben wir so einen Termin, also nein, keinen Termin. Ich habe so Tickets gebucht für so eine Show. Habe ich das schon erzählt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur bei ihm im Blog haben wir es erzählt. Da hat nämlich Kelly und Netchi haben gesagt, dass es mega gut ist und dass wir unbedingt dahin gehen müssen, weil die waren da und das wäre irgendwie so krass und keine Ahnung, irgendwie richtig cool. Hat auch richtig gute Bewertungen im Internet und ich habe das einfach gekauft. Ich habe einfach die Tickets gekauft, ohne mir durchzulesen, was das ist, ohne zu wissen, was uns erwartet. Ich habe gar keine Ahnung. Es ist irgendwie so eine Art Theaterstück. Ich weiß nicht ganz genau, das Einzige, was ich weiß... Das habe ich auch einmal gemacht und da war ich auf einmal auf dem Lochis-Konzert. Auf dem Lochis-Konzert. Ja. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir so Masken aufziehen müssen. Ist strange, wird interessant. Ich kann euch nachher berichten. Was wir uns aber gerade... Ich habe mir was in die Nase gepackt, einfach. Ich habe noch nie so einen starken Espresso getrunken. Der ist so lecker, aber der ist so stark. Der... Du hast auch den ganzen Zucker einfach daneben geschüttet. Oh. Ja gut, okay. Gut, vielleicht deshalb. Aber warum ich jetzt gerade in diesem, wir haben jetzt in so einem Restaurant noch kurz gegessen, das ist sau lecker. So eine Pizza, so richtig so italienisch, so ganz dünner Boden, richtig knusprig mit einfach so Margarita, also so Mozzarella-Scheiben drauf und Käse und Tomate. Richtig gut, richtig lecker. Uns ist gerade eingefallen, wir waren ja gestern in diesem Comedy Club und das war richtig geil. Es war der Comedy Keller, wenn ihr jemals irgendwo seid, geht nach Greenwich zum Comedy Keller. Das ist so witzig, ja, Stella. Da waren 7 verschiedene Comedians, die auch schon von Comedy Central und aus HBO und von Netflix irgendwie bekannt sind. Also ich kannte sie jetzt nicht tatsächlich, aber die Leute, die da waren, kannten mich schon. Und man sitzt da so richtig so wie in so einem Comedy Club halt einfach. Ich weiß nicht, vielleicht können sich einige von euch das vorstellen. Und dann treten die Leute halt auf, machen ihr Set so 10 Minuten und dann kommt der nächste. Das Lustigste an der Geschichte ist, dass wir saßen in der ersten Reihe quasi so direkt vor der Bühne, voll süß, und neben uns saß so ein Pärchen, eine Frau und ein Mann. Der Mann sind so Rasternlocken und alle so tätowiert und so. Und beim Lachen lehnt sich diese Frau nach hinten, und weil das alles so ein bisschen klein war, ist dann halt dahinter direkt der nächste Tisch, und sie lehnt sich nach hinten und ihre Haare gehen in so eine Kerze rein und fangen einfach an zu brennen. Schön, dass ich euch jetzt gezeigt habe, wie eine Kerze aussieht. Falls ihr nicht wusstet, wie eine Kerze aussieht, jetzt wisst ihr, wie eine Kerze aussieht. Es ist so richtig so hochgefloddertes das Feuer, ich weiß nicht. Der Mann, der neben mir saß, hat da sofort draufgehauen und alle haben irgendwie versucht, sie zu löschen. Und es hat auch sofort funktioniert. Sie hat keine Schäden und die Haare sind auch nicht abgebrannt. Sie hat sie dann aufgemacht und geguckt. Das sind halt so ein kleiner Büschel, ist halt rausgefallen, aber ist echt alles gut gegangen eigentlich. Ja, und das wollte ich irgendwie kurz nochmal erzählen. I don't know. Ich weiß auch nicht. Wir gehen jetzt in dieses Ding da. Ciao. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben gestern diese Show gesehen. Oha. Da ist einfach Schnee von oben runtergefallen. Das war richtig heftig. Ich kann das gar nicht so wirklich in Worte beschreiben. Das ist einfach, es war so eine Performance-Kunstsache. Man geht irgendwie so rein, man weiß gar nicht, was passiert unbedingt. Da sind da ein paar Stockwerke und in jedem Stockwerk ist irgendwie, es ist so richtig heftig aufgebaut irgendwie. Das ist so krasse Kulissen und oh, man kann es nicht beschreiben. Lest es euch einfach durch, wenn ich euch informieren wollte und es euch interessiert. Es ist so geil gewesen. Man darf kein Wort reden, man hat so Masken an und man ist so voyeuristisch. Sexclub, was du da erzählst. Ist es auch irgendwie. Es war richtig, also so man sieht so die Geschichte von Macbeth. Die Geschichte wird halt von so Schauspielern gespielt, im Prinzip auf ihre eigene Art so ein bisschen. Und man kann einfach da mitlaufen durch die Räume und den Leuten hinterherrennen und die Geschichte verfolgen. Zwischendurch wird man auch einfach selber genommen, wenn man möchte, und kann dann so einzelne Zeit mit den Leuten verbringen. Man wird selber genommen, wenn man das möchte. Das ist voll cool gewesen. Also mir ist das passiert tatsächlich. Ich bin mit so einer Krankenschwester weggegangen. Mit einer Krankenschwester? Mein Gott. In so ein, so wie beim Psychiater war da so eine Liege. Da habe ich mich mit der hingesetzt und dann hat sie angefangen zu husten und zu spucken und sowas und dann ist sie wieder raus. Es ist alles ein bisschen gruselig und heftig, mega geil, richtig geil. Guckt es euch gerne an, wenn ihr in New York seid, geht hin. Es ist zwar teuer, es kostet einiges, ich glaube so $100 so ein Ticket, aber das lohnt sich so sehr. So ein Ticket, der kostet $100. Ihr müsst wissen, erst teuer, aber erst auch gut. Heute ist Fashion Week in New York, also beziehungsweise das ist heute, ab gestern hat es angefangen. Ab gestern? Was ist das für ein Wort? Oh, scheiß drauf. Erst teuer? Das ist scheiße. Weil wir wussten das nicht, dass das ist. Wir sind hingegangen und dachten so, Moment, irgendwann ist doch die Fashion Week. Und dann haben wir geguckt und dann war das halt genau da, wo wir unsere Tickets gebucht haben. Das ist so richtig merkwürdig. Aber es ist so ein krasser Zufall. Wir haben leider nichts irgendwie, weil wir sind halt immer noch keine Fashion-Blogger. Immer noch nicht. Auch wenn wir so aussehen. Wir gehen halt zu keiner Show so wirklich. Aber das hat auch sein Gutes. Denn wenn Fashion Week ist, kommen auch andere Leute hin. Und einer von den Leuten, ich rede schon seit ungefähr 500 Jahren, weil ich darauf warte, dass sie diese Treppe hochkommt, ist Shanti. Wir treffen uns gerade mit Shanti und wollen mit ihr ein bisschen einkaufen gehen. Wir sind nochmal nach Soho gefahren. Das Ding ist, wenn ich mal ganz kurz einwerfen mag, die hat vor 10 Minuten beschrieben, ich bin unter der Station, die ist zu dumm, um eine Treppe hochzulaufen. Ja. Naja, vielleicht ist sie auch irgendwo anders, dann will ich auch mal mein Handy gucken, wo sie ist. Bin drinnen. Wo drinnen? Sicher, dass sie an der Station hier steht? Warte, sie hat gesagt, bin drinnen. Aber wo drinnen? Sie ist in den Forever 21 reingelaufen. Alles klar, Shanti! Hallo! Was für ein Zufall, dass du einfach hier bist. Das ist richtig cool. Ja, ich pack mich so richtig ab. Harter Cut. Shanti ist inzwischen wieder weg. Wir auch. Wir sind in, ganz unten am Zipfel. Hier sieht man so ein bisschen die Skyline. Folgendes ist passiert. Wir dachten, wir hatten so ein Dingens gebucht für so eine Tour nach Ellis Island. Und dann wollten wir zu einem Museum fahren und dann ist uns eingefallen, ach nee, Moment, es ist doch Freitag, wir haben noch diese Tour gebucht und dann gucken wir so drauf, wie viel Uhr es wäre, um 2:30 Uhr losgegangen. Und wir mussten eine Stunde früher da sein und es war halt genau 1.30 Uhr. Das heißt, wir waren schon zu spät, sind in so ein Uber gesprungen, aus der Bahn schnell raus, die zum Museum führte, ins Uber hierhin und sind 20 Minuten zu spät und die sagen uns schon, hier, es wird knapp, ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr reinkommen, wir können euch die Tickets geben, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Und dann sagen wir, okay, wir nehmen die Tickets, wir versuchen es. Er gibt sein Handy und sie sagt, nee, das war für gestern. Ehrlich jetzt? Gestern bei diesem Schneesturm, wo wir nichts mehr gemacht haben, da hatten wir halt eigentlich diese Tickets. Zum Glück sind wir nicht hingegangen, wir wären halt so fast gestorben wahrscheinlich. Das Ding ist halt auch jetzt, wenn wir die Tickets genommen hätten und es nicht geschafft hätten, hätten wir halt kein Geld mehr bekommen. Ja, jetzt haben wir wenigstens einen Refund bekommen. Aber auch voll. Komplett sogar. Zum Glück. Wahrscheinlich genau wegen diesem Schneesturm. Ich kann mir vorstellen, dass das sonst nicht, weil wenn man nicht kommt, dann hat man halt Pech gehabt, ne? Und jetzt kaufen wir irgendwelche Tickets zu Ellis Island.